Hallo, liebe Jungfrau Geborene und Jungfrau Aszendenten, ganz herzlich willkommen zu meinem Jahreshoroskop 2017, Liebe und Leben im Jahr der Sonne. Wie wird das Jahr der Sonne für euch? Ja, viele von euch haben während der letzten 18 Monate schon jemand Tolles gefunden und sind total verliebt. Und ihr könnt nun das Glück zu zweit genießen. Für Singles können 2017 Liebesträume wahr werden. Ja, ihr könnt da euren Traumpartner, euren Seelenpartner finden, wenn ihr trotz romantischer Gefühle auch eure Schlauheit und euren gesunden Menschenverstand einsetzt. Ja, und ab Oktober stärkt dann Glücksplanet Jupiter eure Entscheidungen und eure Partnerschaften, wenn sie denn schon fest geworden sind oder wenn sie schon bestehen. Jetzt die wichtigsten Konstellationen für euch im Jahr 2017, sozusagen der Erlebnishintergrund. Das kennt ihr ja schon aus den Monatshoroskopen. Ja, ihr habt eine Opposition mit Neptun hier in eurem Partnerhaus und Neptun ist halt der Romantikplanet. Und diese Konstellation besteht noch das ganze Jahr über und dann noch bis zum Jahr 2025. Also ihr habt keine Eile damit, einen Traumpartner zu finden, aber wie gesagt, das könnte 2017 schon was werden. Und wenn ihr bereits in einer festen Partnerschaft seid, bedeutet das natürlich auch, dass ihr in der Begegnung mit dem festen Partner viel Romantik erleben könnt. Es ist also auf jeden Fall eine schöne Konstellation für euch. Es kann auch wirklich für Singles sowas wie die Liebe auf den ersten Blick geben, also dass ihr wirklich in einer totalen romantischen Verzückung seid. Aber die Frage ist mit Neptun dann auch oft, ist derjenige auch zu haben? Neptun ist leider auch der Planet der Heimlichkeiten und deswegen kann es halt passieren, dass jemand noch eine Agenda hat oder euch eben etwas nicht offenbart, ein Geheimnis hat, was wo er nicht will oder sie nicht will, dass ihr das erfahrt. Und deswegen besteht die Gefahr, in eine Dreiecksbeziehung verwickelt zu werden. Und da wird dann natürlich am Ende einer verletzt, entweder ihr selbst oder jemand von den anderen beiden. Und damit das nicht passiert, gilt auch 2017 wieder für euch, wenn ihr jemanden kennengelernt habt, lasst euch einfach Zeit. Lasst euch Zeit, denjenigen kennenzulernen. Denkt an die 90-Tage-Regel. Also 3 Monate am besten erstmal flirten, sich kennenlernen, auch bevor man sich näher kommt, bevor man intim wird am besten. Und wenn dann nach 3 Monaten wirklich das Interesse und die Begeisterung immer noch da ist, dann kann man den nächsten Schritt einleiten und dann darf man die Sache auch anfangen, ernst zu nehmen. Alles, was noch keine 3 Monate alt ist, so leid es mir tut, kann immer noch wieder auseinandergehen, denn da ist so eine Sollbruchstelle nach diesen 90 Tagen. Und wenn die überwunden ist, dann wird es spannend. Außerdem solltet ihr Fragen stellen und auch auf eure Fragen Antworten bekommen. Klar, mit Neptun kann das so passieren, man hat die rosa Brille auf und ist alles so schön und dann will man auch nicht so genau hingucken, weil es könnte ja sein, dass die Wahrheit einen dann auffordert zu handeln oder sich wieder zu trennen oder irgendwelche Konsequenzen zu ziehen, die man gar nicht ziehen will. Aber das solltet ihr schon tun. Das ist ja eigentlich auch eine Tugend der Jungfrau, dass sie genau hinguckt, dass sie eben auch die Details beachtet und dass sie viel gesunden Menschenverstand hat. Lasst euch den also nicht vernebeln, auch wenn es mit der rosa Brille auf der Nase alles so wunderschön aussieht. Das ist ganz wichtig. Beliebt sind zum Beispiel solche Sprüche wie: Man hat also einen tollen Mann kennengelernt und dann sagt er so: Ja, ich habe zwar noch eine Partnerin, aber ich bin in meiner Beziehung gar nicht glücklich und ich will mich auch trennen. Da sollten eure Alarmglocken schon schrillen. Wenn der das ernst meint und wenn er sich wirklich trennen will, dann könnt ihr ja so lange warten. Dann darf der wiederkommen, wenn er mit der Trennung durch ist. Ja? Also ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr da nicht in was reingeratet. Das hättet ihr auch nicht verdient. Und dann würde ich auch lieber weitergucken, weil es sind noch mehr tolle Traumkandidaten da. Ne? Und die Jungfrauen in festen Beziehungen. Für die ist eben auch angesagt, sich immer wieder auf die Romantik zu besinnen, immer wieder zu gucken, was können wir Schönes tun, was die Romantik in unserer Beziehung wieder aufleben lässt. Und dann habt ihr ja auch, aber da kommen wir gleich noch zu, ihr habt ja noch den Pluto auch im 5. Haus. Aber jetzt erstmal nochmal zu dieser Neptun-Opposition. Die spüren ganz besonders die Geburtstagskinder vom 3. bis zum 8. September. Also die laufen wirklich Gefahr, sich Hals über Kopf zu verlieren, lieben und sich darin zu verlieren. Ja? Aber das ist eben ein Einfluss, den eigentlich alle Jungfraugeborenen subtil auch spüren. Genau, kommen wir zu Pluto, das habe ich eben schon angesprochen. Der steht im Trigon in eurem Haus der Sexualität. Das ist eine ganz interessante Konstellation, denn
Pluto verleiht einer Sache Tiefe und Intensität und da will man mehr, da will man Grenzen überwinden. Und wenn das natürlich im Haus der Sexualität passiert, dann bedeutet das einfach, dass man sexuell neue Gebiete sich erschließen will und vielleicht Dinge ausprobiert, die man sich vorher noch nie getraut hatte. Und insofern ist das also ein sehr interessantes Jahr, wenn ihr einen festen Partner habt, dem ihr vertrauen könnt, um da neue Sachen auszuprobieren. Es bedeutet aber auch, dass ihr mit einflussreichen Menschen zusammenkommt. Ja, Pluto bedeutet Macht und Einfluss und da der in einem guten Aspekt zur Jungfrausonne steht, heißt das einflussreiche Menschen, Sponsoren, Menschen, die euch auf eurem Weg weiterhelfen. Und das kann aufbauend sein und auch sehr wertvoll für eure Zukunft. Und aus solchen Beziehungen, die jetzt vielleicht gar nicht als Liebesbeziehung gedacht sind, können sich eben auch sehr intensive Beziehungen entwickeln. Es kann sehr tief gehen und es kann euch wandeln und verändern. Und das sollte eigentlich auch gut für euch sein, aber ihr solltet schon die Absichten kennen, die dahinter steckt. Pluto ist auch so ein bisschen das Geheimnis oder die geheime Agenda dahinter. Also wenn ihr nicht ganz sicher seid, worum es eigentlich geht, findet das erstmal raus, wenn ihr da jemand begegnet seid, wo da so eine gewisse Magie auch herrscht und so eine intensive, nicht so wie bei Neptun. Neptun ist mehr so eine romantisch verklärte Magie, aber Pluto ist mehr so eine Magie, wo man spürt, das könnte jetzt auch gefährlich werden. Wenn ihr sowas merkt, dann müsst ihr euch einfach klar werden oder auch mit der Person sprechen, was ihr da jetzt gemeinsam für ein Ziel erreichen wollt. Wenn das geklärt ist und wenn ihr auch ganz klar gemacht habt, wo eure Grenzen sind, dann können eben diese Art Beziehungen sich für euch auch als sehr wertvoll erweisen und die haben dann auch lange Zukunft und beeinflussen auch eure Zukunft. Und Pluto steht da ja auch noch bis zum Jahre 2024. Also da kann sich noch einiges ergeben. Genau, und besonders intensiv spüren das die Geburtstagskinder, die zwischen dem 8. und 13. September Geburtstag haben. Ja, dann gibt es einen Aspekt, der ein bisschen schwierig ist für euch. Ihr habt weiterhin Saturn noch bis Ende des Jahres bei euch im Quadrat, also in der Spannung auf die Jungfrau-Sonne stehen. Das betrifft jetzt besonders die dritte Dekade. Und der Chiron, der so ein bisschen den wunden Punkt in einer Sache anzeigt, der steht eben auch im Quadrat. Der wird auch noch weiterhin dort stehen, also das ganze Jahr über. Und das kann euch in Kontakt mit Beziehungsverwundungen bringen, ne? Mit Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind und die immer noch schmerzen. Vielleicht eben durch Leute, durch Begegnungen, da kommen wir gleich noch zu. Aber es kann auch bedeuten, dass lang eingesessene Beziehungen betroffen sind. Das ist jetzt wieder die Deutung von Saturn, weil Saturn hat ja mit allem zu tun, was Dauer hat oder auch mit älteren Menschen. Also es kann hier sich um Probleme handeln mit Familienmitgliedern, weil Saturn im Haus der Familie steht. Und diese Beziehungen stehen vor Herausforderungen. Vielleicht ist jemand krank, altersbedingt krank und ihr seid gefordert, Opfer zu bringen, um zu helfen. Ja, solche Sachen können da passieren. Und wenn ihr diese Person liebt, dann seid ihr auch bereit dazu, so ein Opfer zu bringen. Dann macht ihr das auch klaglos, auch wenn es zu Lasten eurer persönlichen Freiheit geht. Es kann ein Familienmitglied sein, kann auch ein Partner sein, es kann sogar ein Ex-Partner sein. Ich kenne eine Jungfrau geborene, die sich bis heute rührend um ihren Ex-Mann kümmert, der übrigens auch noch Schütze ist und der es jetzt ganz schön schwer hatte, seit der Saturn im Schützen ist. Und immer wenn er was hat, steht sie bei ihm am Krankenbett. Ja, also die Jungfrau geborenen, die sind so. Und wenn da eine Verbindung da ist und ihr wirklich auch merkt, das will ich so und das ist richtig so, dann zieht ihr das auch durch. Aber es kann euch eben auch passieren, dass jemand Forderungen stellt und vielleicht euch Schuldgefühle einreden will, richtig gehend. Und ihr habt aber eigentlich mit der Sache schon abgeschlossen oder ihr seid der Meinung, nee, da steht ihr in keiner Schuld mehr. Und darum kann es dann so ein unangenehmes Tauziehen geben und dann müsst ihr so eine Beziehung vielleicht dann auch beenden. Dann kann es wirklich sein, dass der Punkt gekommen ist, wo ihr sagt, nee, da sehe ich mich jetzt nicht mehr in der Pflicht. Du musst jetzt gucken, dass du mit deinen neuen Leuten da zurechtkommst. Das werdet ihr dann aber spüren, was da die richtige Entscheidung ist. Das kann ein bisschen schmerzhaft sein, aber das ist dann für eure Zukunft wirklich auch besser, wenn ihr dann so eine Beziehung beendet, wo ihr dann eben merkt, nee, das bringt euch nicht weiter und den anderen letztendlich auch nicht, wenn dann immer so eine Bitternis entsteht. Weil dann kann es nämlich darum auch so ganz erbitterte Auseinandersetzungen geben und da hat dann niemand was von. Und da seid ihr dann gefordert, eine kluge Entscheidung zu treffen.
Genau, auch wenn ihr mit der Person eben eine gemeinsame Geschichte hattet. Irgendwann ist das dann mal zu Ende und dann werdet ihr das auch merken, wenn es soweit ist. Und davon betroffen sind besonders diejenigen, die zwischen dem 13. und dem 21. September Geburtstag haben, jetzt 2017, die werden das besonders spüren. Ja, das sind also die wichtigsten Konstellationen für euch mit den langsam laufenden Planeten. Ich werde auch in der kosmischen Schwingung natürlich noch mal drauf eingehen, wo jeder einzelne Planet steht, wie lange jeder einzelne Planet da steht. Da könnt ihr euch dann auch noch mal drüber informieren. Und dann haben wir 2017 eine super wichtige Konstellation mit der Venus. Die ist natürlich hier für uns im Liebeshoroskop besonders interessant. Die wird nämlich rückläufig in der Phase März, April. Und da gehe ich auch in der kosmischen Schwingung ganz, ganz, ganz genau drauf ein. Das solltet ihr euch dann auch nochmal anschauen. Und wir haben eine Finsternis, wo der Mars wiederum eine Rolle spielt. Das sind alles die Dinge, die ihr dann in der kosmischen Schwingung noch erfahrt. Ja? Jetzt aber zu euren besonderen Liebeskonstellationen im neuen Jahr. Und da habe ich geguckt, wann die Venus zur Jungfrausonne in besonders guten Aspekten steht. Und das geht dann gleich schon los am 3. Januar. Da geht sie nämlich ins Zeichen Fische und damit für euch ins Partnerhaus, aktiviert dort auch den Romantikplaneten Neptun, aber und ist da auch mit Mars. Also das ist auch eine Zeit voller leidenschaftlicher Begegnungen. Also ich denke mal, das wird für euch eine ganz, ganz spannende Phase werden. Und die dauert bis zum 27. Januar erstmal. Dann läuft die Venus ins nächste Zeichen in den Widder, aber dort wird sie dann rückläufig. Das ist für euch auch wichtig. Das passiert nämlich bei euch im 8. Haus. Das kann also auch die festen Beziehungen der Jungfrau Geborenen betreffen. Bei dieser Venus-Konstellation geht es darum, alte Muster zu erkennen und sie zu durchbrechen und zu überwinden. Und das könnte eben bei euch in den festen Partnerschaften ein besonderes Thema sein. Wie gesagt, schaut euch dazu bitte nochmal die kosmische Schwingung an, da erkläre ich das ganz genau. Ja, die Venus wird dann also rückläufig im Widder und läuft dann nochmal zurück bei euch ins Partnerhaus, in die Fische. Und zwar vom 2. bis 28. April. Das heißt also, ihr habt ziemlich lang was dann von der Venus und auch von der Rückläufigkeitsphase, die bei euch sicherlich auch in der Liebe so einiges in Bewegung bringen wird. Ja, also gerade auch dieses Thema, was ich eben angesprochen habe, mit dem Helfen. Wem wollt ihr helfen? Wer ist euch wichtig? Wer darf bei euch Forderungen stellen und wer nicht? Das ist ein ganz großes Thema für viele Jungfraugeborene 2017. Genau, dann die nächste tolle Venusphase kommt dann am 6. Juni. Und zwar vom 6. Juni bis zum 4. Juli. Da steht die Venus sehr schön zur Jungfrausonne, nämlich im Stier. Da steht sie sowieso super und stark, weil sie dort auch herrscht und steht in einem ungetrübten, schönen Trigon zu euch. Und im 9. Haus der Reisen und der Weiterbildung, das ist eine gute Phase, wo ihr vielleicht auf Reisen jemanden kennenlernen könnt, euch verlieben könnt oder auch, indem ihr euch fortbildet. Viele Jungfrauen sind ja immer sehr schlau und wissbegierig und lassen keine Gelegenheit aus, was dazuzulernen. Das wäre also auch nochmal eine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, gerade auch in dieser Phase vom 6. Juni bis 4. Juli, die ja auch noch in den Sommerurlaub fällt. Das passt doch sehr gut. Und dann habt ihr noch eine gute Phase auch im Sommer. Das ist nämlich dann, wenn die Venus in den Krebs geht, vom 31. Juli bis 25. August. Da steht sie auch sehr günstig für euch, und zwar hier im Haus der Freundschaft. Das ist also vielleicht eine Idee, in dieser Zeit mit einer guten Freundin was zu unternehmen oder vielleicht sogar zu verreisen, oder überhaupt euren Freundeskreis zu pflegen. Und da haben ja auch dann schon die ersten paar Jungfrauen Geburtstag in der Zeit. Die haben dann die Venus günstig stehen und können dann gut ihre Freunde einladen. Genau. Dann haben wir eine gute Venusphase vom 19. September. Da steht nämlich dann die Venus bei euch in der Jungfrau in eurem eigenen Zeichen. 19. September bis 14. Oktober, das ist immer eine super Phase, Venus im eigenen Zeichen. Man erstrahlt, also man hat besonders viel Charme, besonders viele gute Liebes- und Beziehungsideen, man ist besonders beliebt. Also die Venus lenkt dann einfach diese ganzen schönen Kräfte der Verbindungen, der Beziehungen und des Liebreizes in euer Zeichen. Und ich meine, viele Jungfrauen sind sowieso sehr charmant und flirten auch gerne und sehen toll aus. Und da habt ihr dann noch mal richtig, kriegt ihr noch mal richtig Auftrieb. Da ist nämlich der Mars dann auch in der Jungfrau und verbindet sich da mit der Venus. Das ist so um den 3. Oktober rum. Also da habt ihr sicherlich eine super Zeit und steht da auch sehr im Mittelpunkt. Und dann ist ja auch gut für euch, wenn dann der Jupiter
ins Zeichen Skorpion geht am 10. Oktober, weil er dann ab dann nämlich in einem sehr schönen Aspekt zur Jungfrausonne steht für ein ganzes Jahr. Und das Ganze im dritten Sonnenhaus. Das dritte Haus ist für euch besonders wichtig, weil es ein Haus der Kommunikation ist. Und viele Jungfraugeborene sind sehr gut da drin. Die können sich sehr gewählt, sehr gut ausdrücken. Die sind sehr klug, die lernen gerne was. Das wird dann alles für euch begünstigt für ein ganzes Jahr. Ist übrigens auch ein guter Aspekt fürs Internet-Dating und um Liebesbriefe zu schreiben. Ich kenne eine Jungfraugeborene, die war spezialisiert darin, Liebesbriefe für andere Leute zu schreiben, weil die sich nicht so gut ausdrücken konnten und hat damit große Erfolge erzielt. Also vielleicht ist das auch was für euch. Oder ihr schreibt in eurer eigenen, für eure eigenen Belange Liebesbriefe. Und das ist eben eine Zeit, die beginnt am 10. Oktober und dann für ein ganzes Jahr. Ne, habt ihr dann den Jupiter in diesem förderlichen Aspekt stehen. Ganz wunderbar. Und die Venus ist noch bis zum 14. Oktober dann bei euch in eurem eigenen Zeichen. Geht ja dann anschließend, wenn sie durch die Waage läuft, durch euer zweites Haus. Das ist auch noch sehr schön und förderlich, auch um shoppen zu gehen zum Beispiel. Und dann geht sie ab dem 7. November zusammen mit Jupiter dann durch den Skorpion und damit in einem guten Aspekt zur Jungfrausonne. Also das ist sicherlich eine sehr schöne Phase zwischen dem 7. und 30. November für euch. Auch nochmal für Liebesgeflüster und süße Liebesnachrichten. Ganz wunderbar. Und das Jahr klingt aus nochmal mit einem schönen Venus-Aspekt, der am 25. Dezember beginnt. Moment, hier habe ich es. 25. also in der Weihnachtszeit beginnt. Und dann bis zum 18. Januar 2018 euch begleitet und habt ihr dann eben die Venus im fünften Haus, wo sie dann nochmal die Lebensfreude, die Kreativität und auch die Freude an der Erotik betont und anheizt. Ja, ihr lieben Jungfraugeborenen, also insofern sehr viele Liebeschancen für euch, schöne Begegnungen, angenehme Zeiten, wenn ihr eben diese Problematik mit Saturn beachtet, die ich euch genannt habe, glaube ich, dass ihr doch ganz zufrieden sein werdet mit dem neuen Jahr. Wenn ihr für eure persönlichen Konstellationen gerne noch mehr wissen möchtet, bin ich natürlich für euch da. Ihr könnt von mir ein Jahreshoroskop bekommen, entweder am Telefon, das brenne ich euch dann auf CD, oder ihr bestellt ein Horoskop in schriftlicher Form mit meinen Deutungstexten, die dann zusammengestellt werden für euch. Oder, das habe ich jetzt auch ganz neu, ich habe jetzt eine Hotline, da könnt ihr direkt anrufen, also einfach auf meinem Kundentelefon, was ja hier eingeblendet ist in der Videobeschreibung, euch melden. Wenn ich gerade da bin und Zeit habe, dann gebe ich euch die Hotline-Nummer durch und dann könnt ihr mich da direkt anrufen, kann man sofort telefonieren, ohne dass man da jetzt großen Termin machen muss. Oder auch, wenn man vielleicht nur mal eine Frage hat, vielleicht nur mal so 10, 15 Minuten was nachfragen will, ist das vielleicht auch ganz nützlich. Aber ich will die jetzt nicht rausgeben, weil ich ja nicht immer da bin, sondern ihr ruft mich bitte erstmal auf dem Kundentelefon an und dann machen wir einen kurzfristigen Termin. Das ist also noch eine Möglichkeit. Und was habe ich noch für euch? Genau, der Hinweis nochmal auf die kosmische Schwingung, ne, wo ich das mit der rückläufigen Venus nochmal ganz ausführlich erläutere. Das ist sehr wichtig, dass ihr euch da nochmal schlau macht. Es wird auch im Januar wieder Monatshoroskope gehen, wo ich dann mehr noch auf die einzelnen Tage, auf die Top-Tage eingehe und auch darauf, welche Geburtstagskinder jetzt welchen Aspekt in dem Monat gerade merken. Das wisst ihr ja vielleicht auch schon. Und dann habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Unter allen, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben oder jetzt abonnieren, verlose ich ein persönliches Jahreshoroskop. 45 Minuten im Gespräch mit mir und eine CD dazu. Also, falls noch nicht geschehen, abonniert jetzt meinen Kanal und nehmt an der Verlosung teil. Also, ich denke mal, ihr seid jetzt astrologisch erstmal gut versorgt. Und habt alles, was ihr braucht. Ach genau, das Liebes- und Partnerhoroskop erstelle ich natürlich auch. Also wenn ihr vielleicht mit diesem Neptun jetzt jemanden kennengelernt habt und seid total verliebt und seid nicht ganz sicher, könnt ihr mich natürlich auch fragen. Aber ich rate euch eben einfach auch, eurem Gegenüber kluge Fragen zu stellen. Da seid ihr ja sehr gut drin. Also meine lieben Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten, ich wünsche euch ein wunderschönes Sonnenjahr 2017 und wir sehen uns hier im Januar wieder zum Monatshoroskop. Bis dahin, alles Gute mit den Sternen.